Hallo zusammen, hier ist wieder heute da und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs und heute will ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Achievement, das wir uns nur als Necrolord erspielen können und dementsprechend bin ich auf meinem Main, der bei den Necrolords ist. Und das Achievement finden wir einmal unter Erweiterungsfeatures, dann unter Paktsankten. Dann müsst ihr ein bisschen runterscrollen und wenn ihr Necrolord seid, dann sind da ein paar Necrolord-Only-Achievements, die alle mit der Monstruositätenfabrik zu tun haben. Wir wollen uns heute folgendes Achievement anschauen und zwar monströse Momente. Und für dieses müssen wir einen Haufen Quests abschließen. Das sind einige und wie wir diese Quests herbekommen, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes braucht ihr ein Gebäude und zwar, wie ich schon gesagt hatte, die Monstrositätenfabrik, das ist das Zusatz-Special-Gebäude. Und wenn ihr das Achievement abschließen wollt, dann müsst ihr das Gebäude auf Stufe 4 bringen. Wenn ihr das Gebäude auf Stufe 4 habt, könnt ihr das Ganze abschließen, ihr könnt aber schon vorher dran arbeiten. Wie funktioniert das? In der Monstrositätenfabrik, die wir uns jetzt gleich draußen mal angucken werden, ist es so, dass ihr euch pro Stufe immer mehr Monstrositäten zusammenflicken könnt. Und mit mehr Monstrositäten kriegt ihr mehr Quests. Diese Quests gibt quasi eine Monstrosität, also jede Monstrosität gibt eine Quest pro Woche. Die wiederholen sich dann auch immer mal wieder. Manche Monstrositäten haben mehrere verschiedene Quests, manche Monstrositäten haben aber nur eine Quest, die immer wieder gleich kommt. Ja, und ihr seht schon, hier stehen schon jede Menge Monstrositäten mit. Die kann man auch anquatschen und sagen, dass die quasi einem mitlaufen sollen. Und ich kann euch hier mal zum Beispiel so eine Quest zeigen. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Quest, wo es dann irgendwelche Schuhe gibt. Beziehungsweise es gibt dann halt oft hochwertige Teile und dann nochmal Vorräte. Die hochwertigen Teile braucht ihr übrigens immer, um weitere Konstrukte zu bauen. Heißt, wenn ihr auf der Monstrositätenfabrik 1 startet, dann solltet ihr am besten die Quests immer mitnehmen für das Achievement unter anderem, aber auch dann, um spätere mehr Viecher zu bauen. Ich habe die Quests immer soweit mitgenommen und jetzt haben wir am Ende noch zwei Quests gefehlt und zwar bringt mir was mit und auf die Toten anstoßen und diese beiden Quests bekommt ihr von den beiden Konstrukten, die ihr mit Stufe 4 bauen könnt. Heißt, bis Stufe 3 könnt ihr alle holen bis auf die letzten beiden und sobald ihr auf 4 upgradet, könnt ihr zwei neue Konstrukte bauen. Und diese zwei neuen Konstrukte geben euch die letzten beiden Quests und das ist einmal bringt mir was mit und auf die Toten anstoßen. Übrigens, falls ihr Stufe 4 seid und merkt, okay, die beiden letzten Konstrukte, die man bauen kann, da braucht man noch zusätzliche Ressourcen. So war es bei mir zum Beispiel. Eine Ressource droppt einmal hier oben von Nerissa Herzlos und die andere Ressource droppt hier von der unbezwingbaren Schmied, so dass ich es noch rausbringe. Also da muss man extra Ressourcen holen. Das droppt übrigens nicht zu 100%, sondern hat auch nur leider eine Chance. Ja, wenn ihr dann soweit die Quest immer mitgenommen habt, ist das Achievement eigentlich relativ simpel. Es kann halt sein, dass bei den loweren NPCs mal 3, 4 Quests in der Rotation drin sind. Ihr könnt wöchentlich halt nur eine machen. Heißt, wenn ihr schon auf Stufe 2 oder 3 mit eurer Monstrositätenfabrik seid, macht dennoch diese Quests so lange wöchentlich, bis ihr dementsprechend hier die anderen abgehakt habt. So, ich habe jetzt die letzte fertig. Die geben wir jetzt einmal ab. Und tada! Da ploppt auch mein Achievement auf. Übrigens, das Achievement mit diesen ganzen Quests ist auch Teil eines weiteren Meta-Achievements. Und dieses Meta-Achievement heißt Abhackliste für Tote. Und da bekommt man dann auch einen schicken Titel, beziehungsweise auch ein Mount. Heißt, das kann sich lohnen. Da gibt es dann noch ein paar andere Sachen, dass man unter anderem ein paar Accessoires sammeln muss. Da bin ich auch schon relativ weit. Beziehungsweise dann einmal alle Konstrukte herstellt. Eins fehlt mir jetzt noch, was ich auf Stufe 5 herstellen kann und zwei sind dann noch, die man sich im Gebiet holen kann. Das muss ich dann dementsprechend auch noch machen. Da werde ich dann aber auch noch Videos zu basteln, wenn ich soweit bin. Gut, das ist alles, was ich euch dazu sagen konnte. Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, gerne in den Kommentaren damit. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.